freut mich oder es freut uns, dass heute so viele Teilnehmer den Weg gefunden haben, so kurz vor Weihnachten hier in unserem Webinar teilzunehmen. Ist ja auch ein spannendes Thema, was wir haben mit den Gästen von EnerCity und LyncTech. Vielleicht zwei organisatorische Anmerkungen, bevor wir starten, bevor ich Ihnen kurz erzähle, was wir in den nächsten 20, 30 Minuten mit Ihnen vorhaben. Die erste ist, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Oben über das F&A-Fenster können Sie Ihre Fragen eintippen und die Kollegen von EnerCity oder LyncTech oder auch ich werden Ihnen dann ganz gerne beantworten. Die zweite organisatorische Änderung ist, dass wir anstatt der Mandy Scherin, der Geschäftsführerin von LyncTech, heute Nicole Deichau dabei haben, weil Mandy Scherin leider kurzfristig ausfällt. Und das finde ich ist auch schon eine ganz gute Überleitung, um euch beide, Jessica und Nicole, einmal kurz die Gelegenheit zu geben, euch vorzustellen. Ja, dann starte ich einfach mal kurz. Guten Morgen in die Runde. Ich bin Jessica Sennigsen. Ich bin bei uns die Leiterin des Kundenmanagements, das im Operations Management angesiedelt ist bei EnerCity. EnerCity gehört eben zu einem der größten kommunalen Unternehmen in der Energiebranche und wir bieten seit einigen Jahren deutschlandweit Strom und Gas an für Privatkunden und eben in unserer Heimat in der Region Hannover auch Wasser und Wärme. Genau. Und dann haben wir noch mit an Bord Nicole von LyncTech. Genau, hallo. Ebenfalls guten Morgen, darf man ja vielleicht noch sagen. Genau, ich habe das Vergnügen, heute Mandy Schwerin, unsere Geschäftsführerin, zu vertreten. Ich freue mich sehr. Ich bin Leitung Marketing bei LyncTech und verantworte PR und Partnerships. Und LyncTech ist eine noch relativ neu gegründete Gesellschaft. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die digitale Zukunft und innovative Lösungen quasi auf die Straße zu bringen für Energiedienstleister. Dafür haben wir eine cloudbasierte LyncTech-Plattform entwickelt, die vertriebsrelevante Kernprozesse digitalisiert und abbildet und darüber hinaus dann noch ganz, ganz viele andere Module, die quasi eine End-to-End-Abdeckung ermöglichen. Und eins davon ist Collect AI, beziehungsweise dieser Forderungsprozess, der Mahnprozess, der durch EnerCity auch genutzt wird. Genau. Und ich freue mich und bin sehr gespannt auf Ihre Fragen später. Dankeschön. Und der dritte im Bunde bin ich, Alexander Gavel, Senior Account Manager bei Collect AI. Ich verantworte einen Teil unserer Bestandskunden, unter anderem eben auch EnerCity und quasi in Teilen auch die Kooperation mit LyncTech. Collect AI ist ein Fintech aus Hamburg. Wir fokussieren uns auf KI-basierte Rechnung und Zahlungserinnerungen. Wurden vor gut 4 Jahren gegründet, sind hier ungefähr ja, um die 50 Mitarbeiter, die normalerweise in der HafenCity sitzen, jetzt natürlich Corona-bedingt alle im Homeoffice. Betreuen Kunden aus den verschiedensten Branchen, also darunter E-Commerce, Versorger wie EnerCity, aber auch Banken, Telekommunikationsunternehmen, Versicherungen und den einen oder anderen Autovermieter. Und wir gehören zur Otto-Gruppe. Und genau, das ist quasi das Setting für heute. Und was wir für Sie vorbereitet haben, sind die Themen hier. Wir wollen einmal einen Blick drauf werfen, wo stehen wir eigentlich heutzutage? Wo stehen die Energieversorger im digitalen Wandel? Wie kann der Schritt in die digitale Kommunikation im Bereich Forderungsmanagement gelingen und am Ende, welche Vorteile und welche Herausforderungen und Chancen Smartes Mahnen für Energieversorger ja, bereithält und wie die Loyalität bei Kunden entsprechend erhalten und erhöht werden kann. Ich steige mal kurz ein. Warum zahlen Kunden nicht? Das betrifft ja nicht nur Energieversorger, sondern auch die unterschiedlichsten Branchen. Man kann ganz grob sagen, es gibt viele Gründe, aber so die Hauptgründe sind Liquiditätsengpass. Einer der Gründe, warum Kunden gerade ihre Stromrechnung oder Gasrechnung nicht bezahlen können, sind Überschuldung und Privatinsolvenz, Thema, das immer noch sehr akut ist. Aber, und das ist vielleicht für manche einen überraschend, mit einer der Hauptgründe ist schlichtweg Vergesslichkeit. Kunden vergessen die Rechnung, die bei ihnen auf dem Tisch liegt, die sie per Post gekriegt haben, einfach zu überweisen. Vielleicht kennen Sie es auch selber, wenn Sie abends nach Hause kommen oder zu normalen Zeiten abends nach Hause kommen, im normalen Alltag, holen sich die Post ab, machen einen Brief auf, sehen, da ist eine Rechnung, legen sie erstmal beiseite und eventuell ist sie dann auch erstmal in der Vergessenheit geraten. Und das ist genau das, was einigen Kunden passiert, schlichtweg. Die Rechnung liegt in der Ablage, liegt auf dem Schreibtisch, wird vergessen und dann kommt es kurze Zeit später zur Mahnung.
Dann kann vielleicht noch hinzukommen, und das ist vielleicht für Sie auch nicht unbekannt und wenn man so möchte, aus der Digitalisierungssicht immer wieder zu sehen, das Mahnschreiben ist relativ unpersönlich, relativ neutral oder streng gehalten. Und am Ende wird es Ihnen dann mit der Bezahlung auch noch schwer gemacht, indem man Ihnen einen alten Überweisungsträger beilegt, der im Idealfall dann auch schon vorgedruckt ist, den Sie dann trotzdem abtippen müssen in Ihrem Online-Banking oder mit Ihrer App abfotografieren müssen, was auch nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Sodass am Ende die Lust und auch der Wille, die Zahlung zu leisten, ja eher doch deutlich nach unten geht. Das lässt sich ändern. Viele Unternehmen gucken sich eigentlich schon in der Customer Journey an, wie sie da alles digitalisieren können von Marketing. Da kann Nicole sicherlich gleich noch ein bisschen was zu sagen über den Vertragsschluss. Sind viele Prozesse und sind viele Schritte heutzutage schon digital? Nichtsdestotrotz sehen wir immer wieder, dass im Zahlung oder im Mahnwesen, im Forderungsmanagement allgemein, die Customer Journey da gerade bricht. Genau mit den Methoden und mit den Kommunikationsmitteln, die ich gerade kurz gezeigt habe. Und das ist eigentlich ein bisschen verwunderlich, wenn man sich überlegt, dass jetzt gerade Corona nochmal einen erheblichen Schub bei der Digitalisierung mit sich gebracht hat. Drei Viertel der Unternehmen in Deutschland erhöhen ihre Investitionen in Digitalisierung, versuchen Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle zu beschleunigen. Übrigens nicht nur Unternehmen, auch Behörden, wie ich jetzt aus eigener Erfahrung mitkriegen musste. Also auch da tut sich was. Und dann wundert es eigentlich jemanden, warum man dem Forderungsmanagement da eigentlich einen Riegel vorschiebt oder da nicht weitermacht, denn das gehört zu einer Customer Journey, fairerweise gesagt, auch mit dazu und da ist deutlicher Aufholungsbedarf und der Case, den wir mit NRCT, mit LinkTech haben, zeigt ganz schön, was da möglich ist. Das nochmal kurz als Ergänzung, wie ich es gerade schon gesagt habe, versuchen drei Viertel der Unternehmen ihre Digitalisierung zu erhöhen und stecken da mehr Geld rein, aber halt nur ein gutes Drittel der Unternehmen schaut sich das Mahnwesen auch tatsächlich an. Das heißt, im Endeffekt, im Mahnwesen liegt eine sehr große Chance. Und es ist aber natürlich in vielen Unternehmen so, dass gewisse Hürden zu meistern sind. Und zu diesen Hürden können Jessica und Nicole Ihnen sicherlich mehr erzählen aus eigener Erfahrung. Ja, sehr gern. Wir hatten bei NRCT einfach die Chance zu sagen, wir starten mit einem komplett neuen System für unsere Privatkunden durch und gucken uns einfach nochmal jeden Schritt der Customer Journey neu an und gucken, was wir digitalisieren können. Das ist natürlich nicht mal ganz einfach. Man hat Bestandsprozesse, man muss schauen, wie nehmen wir auch unsere Kunden mit, weil nur wenn wir digitalisieren, eine große Hürde ist natürlich auch immer dann die Kundenseite. Wenn der Kunde selbst wenig digital unterwegs ist, wird es eben auch schwierig zu sagen, wir digitalisieren die Prozesse. Wir konnten wirklich komplett von vorne denken und ich glaube, das war unser großer Vorteil an der Stelle und konnten viele dieser Hürden einfach meistern, indem wir einfach gesagt haben, wir machen den Prozess neu und wir versuchen nicht zwingend auf bestehende Ressourcen zu gehen, sondern einfach zu gucken, was können wir mit unseren Kunden jetzt schon tun und wie schaffen wir es, den Kunden vielleicht auch mitzunehmen an der Stelle. Ja, und dazu gehört unter anderem auch, und das kenne ich auch aus den Gesprächen mit Unternehmen, die wir betreuen, einen gewissen Mut auch zum Wandel an Digitalisierung. Schrecken gerade alteingesessene Unternehmen, auch gerade Stadtwerke und Energieversorger, auch gerne erstmal zurück. Dazu gehört, Datenschutz und IT-Sicherheit zu beleuchten. Sehr Thema, das oftmals sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, am Ende aber zu einem positiven Ergebnis führt. Und da kommen wir gleich im späteren Verlauf nochmal drauf. Dazu gehört auch, Digitalisierung mit entsprechenden Daten füttern zu können, mit digitalen Touchpoints, also E-Mail-Adressen und Mobilfunknummern und mit einer entsprechenden Datenqualität. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Vielleicht einfach zusammengefasst, Digitalisierung ist eine Chance fürs Mahnwesen, für ein digitales Mahnwesen. Und ich möchte eben, bevor wir kurz gleich ein bisschen einsteigen, wie so der Schritt in die digitale Kommunikation funktionieren kann und wie das Mahnwesen bei NRCT umgesetzt wurde, einfach mal kurz zeigen, was Digitalisierung bei NRCD dann tatsächlich auch bedeutet. Was sieht der Endkunde eigentlich, nachdem der Mahnprozess bei NRCD jetzt digitalisiert wurde? Und Sie haben hier die Ansicht auf drei verschiedene Kommunikationsmedien. Das eine links ist der klassische Brief. Den gibt es trotz aller Digitalisierung, trotz E-Mail und SMS immer noch. Einfach schlichtweg aus dem Grund, weil eventuell nicht jeder Kunde schon eine E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer bei NRCT hinterlegt hat oder weil die E-Mail-Adresse nicht mehr stimmt und die E-Mail dann bounced und fehlschlägt oder weil die Mobilfunknummer
vielleicht nicht mehr korrekt ist, dann geht als Fallback immer noch der klassische Brief raus, aber immer mit dem Ziel, den Kunden auf die Digitalisierungsschiene zu bringen. Wir sehen hier auf dem Rechner oder auf dem Handy die Seite, auf die der Kunde kommt, wo er seine Forderung bezahlen kommt. Die ist unabhängig von dem Gerät, mit dem der Kunde arbeitet. Und wenn ein Kunde so einen Brief bekommt, und dann soll ihm natürlich die Möglichkeit gegeben werden, das auch digital erledigen zu können und eben nicht über den klassischen alten Weg im Online-Banking mit Abtippen der Daten seine Forderung zu bezahlen. Und da sehen Sie auf diesem Brief unten rechts einen QR-Code. Wenn der Kunde diesen QR-Code scannt, dann landet er genau auf der Seite, die Sie in der Mitte oder auch rechts auf dem Laptop sehen, auf der Landingpage, wo am Ende seine Forderung einfach und schnell mit relativ wenigen Klicks und mit der Zahlmethode, die ihm angeboten wird, bezahlen kann. Wie ist das Ganze, wie haben wir das umgesetzt mit EnerCity zusammen? Es gibt eine Kooperation, deswegen sind wir auch zu dritt heute hier. Jessica von EnerCity, Nicole von LinkTech und ich von Collect.ai. Und diese Kooperation, wie das Zusammenspiel zwischen EnerCity, LinkTech und Collect.ai ist, da kann Nicole sicherlich ein bisschen mehr zu sagen, wie das funktioniert. Genau, also LinkTech ist, wie gesagt, eine Gesellschaft, die eine digitale Plattform für Vertriebsprozesse gebaut hat. Bedeutet, dass alle Vertriebsprozesse, also inklusive Abrechnungsengine, durch LinkTech abgewickelt werden. Und diese Plattform ist relativ leicht implementierbar. Genau das hat EnerCity getan. EnerCity hat den Vorteil einfach für sich erkannt, Prozesse zu digitalisieren aufgrund von Kostenersparnis, weil Kunden in den Vordergrund gestellt werden müssen, weil die Go-to-Market-Geschwindigkeit erhöht werden muss, weil die Cost-to-Serve verringert werden muss. Also all diese Punkte sprachen dafür, einfach diese digitale Plattform einzuführen. Es ist aber auch so, dass natürlich nur durch den Austausch einer Engine, die Abrechnung dann erledigt, keine End-to-End-Sicht auf den Kunden oder beziehungsweise auf Prozesse dargestellt werden kann. Darum hat LinkTech verschiedene Module im Einsatz, die quasi pro Stadtwerk oder pro Energieversorger einfach hinzugebucht werden kann. Das geht von künstlicher Intelligenz im Kundenservice über Marketing-Tools, über eben auch Collect.ai. Und genau, und in diesem Zuge hat EnerCity sich gesagt, okay, wir wollen die komplette End-to-End-Journey abdecken eines Kunden. Und ich fand eben gerade sehr interessant bei den Hürden nochmal, dass Jessica Sönnigsten sagte, wir müssen halt schauen, dass wir den Kunden dazu abholen. Und welche Sichtweise da auch immer sehr interessant ist, ist, dass Stadtwerke auch immer denken, okay, wenn es, oder oft denken, wenn es Kunden sind, die nicht zahlen, dann wollen wir diese Kunden im Grunde gar nicht haben. Und dazu steht natürlich im Widerspruch, was der Alex sagte, dass halt oftmals einfach Kunden vergessen zu zahlen. Und das ist selbst mir letztens passiert, wo ich wirklich einen Schock bekommen habe und unglaublich viel Mahngeld noch drauf zahlen musste. Und damit eben genau sowas nicht passiert, haben wir einfach gesagt von LinkTech, okay, wir brauchen diese Intelligenz, um genau diese Schockmomente bei Kunden nicht hervorzurufen, weil auch die Kunden, die dann mal ihre Rechnung nicht bezahlen, sind dennoch Kunden, die Cross- und Upselling-Potenziale bergen. Und aus diesem Grunde haben wir Collect.ai angebunden und EnerCity ist halt ein Kunde, der genau diesen Service auch nutzt, dieses Modul. Die Anbindung ist jetzt in dem Fall über eine API erfolgt. Das heißt, unser System von Collect.ai ist direkt mit dem System von LinkTech EnerCity verbunden und tauscht die Daten quasi real-time aus. Das heißt, der Vorteil für LinkTech und auch für EnerCity liegt halt hier dran. Sie haben sofort einen aktuellen Stand, wo steht der Kunde gerade. Hat er eine E-Mail erhalten, hat er die E-Mail geöffnet, ist auf die Landingpage gegangen oder hat er die Forderung idealerweise natürlich bezahlt. Wie das so ein bisschen konkret aussieht, was wir konkret machen, möchte ich Ihnen auf den nächsten zwei Folien eben zeigen. Wir verschicken für EnerCity komplett im White Label Landing, Branding im kompletten Layout der EnerCity verschiedenste Nachrichten raus über verschiedene Kommunikationswege. Was Sie hier sehen, ist links am Anfang bei Fälligkeit oder Nachfälligkeit kommt eine erste Erinnerung, die geht per E-Mail raus. Das ist sozusagen der freundliche Reminder, dass da ein bisschen was schiefgegangen ist und jetzt hier die Wirklichkeit wäre, das zu begleichen. Dann gibt es eine Mahnung, die wird jetzt im Fall von EnerCity über alle drei Kanäle gleichzeitig gespielt.
Ist ein bisschen auch ein Sonderfall. Vielleicht könnt ihr da gleich noch was zu sagen, was der Grund dafür ist. Hier geht eine E-Mail raus, hier geht eine SMS an den Kunden raus und hier geht ein Brief an den Kunden raus. Das heißt, hier wird sichergestellt, dass die Nachricht an den Kunden, du hast nicht bezahlt, tatsächlich auch ankommt. Gefolgt von der zweiten und dritten Mahnung, die dann nochmal per E-Mail rausgehen, bis hin zur letzten Erinnerung, bevor es dann letztendlich ans Inkasso geht. Die letzte Erinnerung wird da nochmal per Brief geschickt, auch nochmal ein bisschen ja, die Notwendigkeit oder auch die Dringlichkeit dann zu untermauern. Nicole, vielleicht hast du einen Grund oder gibt es einen Grund, warum ihr bei der ersten Mahnung alle drei Kanäle wählt? Das kann jetzt oder, ja nicht oder, besser Jessica, oder Jessica, ja. Weißt du es vielleicht eventuell? Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich ist mein Team das Team, das diese Journey auch genau gebaut hat oder auch alle zukünftigen baut und eben sagt, wann was rausgeht. Und es ist so, die erste Erinnerung ist halt, die ist kostenlos. Da erinnern wir wirklich den Kunden einfach nochmal dran, hier, auch mit wirklich netten Worten, da ist wohl was schiefgelaufen. Vielleicht haben sie aber vergessen, nochmal eine kleine Erinnerung, hier ist noch was offen. Die zweite Mahnung hat aber dann schon in den meisten Fällen Mahnkosten. Und wir sagen einfach, wenn wir dem Kunden schon Kosten berechnen und sozusagen sagen, du musst jetzt aber mehr zahlen, lieber Kunde, dann möchten wir auch wirklich sicher gehen, dass der Kunde das Schreiben bekommt. Und mit Kosten ist es halt immer nochmal so eine andere, das hat einfach eine andere Wertigkeit beim Kunden. Und wenn ich es dann nur per E-Mail schicke und man womöglich die E-Mail nicht gelesen hat oder sie im Spam gelandet ist oder was auch immer, ist es immer gut, wenn man in dem Fall nochmal einen Brief hinterher schickt. Und tatsächlich die SMS, weil das ist für uns neu, das haben wir früher vor dem neuen System nie gemacht. SMS ist für uns Neuland und es wird immer mehr, dass man Mobilfunknummern hat von Kunden und dann finde ich super, dass man das machen kann. Das, unsere Kunden mögen das wirklich auch gern. Da gibt es überhaupt kein negatives Feedback zu. Nur ist halt ein Brief, weil Kosten dabei sind, immer noch mal ein bisschen wichtiger. Und das ist genauso auch im letzten Step, weil im letzten Step geht es wirklich darum, kündige ich jetzt diesen Kunden oder gehe ich womöglich in den Sperrprozess? Und das ist eben auch noch mal so wichtig in der ganzen Journey, dass wir sagen, das ist uns noch mal ein Brief wert. Genau, das Ganze machen wir in verschiedenen Szenarien, um das nochmal zu ergänzen. Wir haben momentan drei Kundengruppen sozusagen für euch in der Bearbeitung, die von den Szenarien her alle relativ ähnlich laufen. Das, was Sie in Kommunikationsmitteln sehen, sind so die primären Kommunikationsmittel, jetzt mal von der ersten Mahnung oder letzten Erinnerung abgesehen. Dahinter sind immer Fallbacks, was ich eingangs schon mal erwähnte. Wenn eine E-Mail nicht ankommt, schicken wir eine SMS raus. Wenn eine SMS nicht ankommt, schicken wir halt einen Brief raus. Und die KI, die wir dann noch da drauf laufen haben, die entscheidet auch jetzt in diesem Beispiel, an welchem, also an dem Tag, an dem die Kommunikation verschickt werden soll, zu welchem Zeitpunkt verschicke ich die Kommunikation. Ist es sinnvoller, sie morgens rauszuschicken? Ist es sinnvoller, sie irgendwann im Laufe des Tages rauszuschicken oder vielleicht auch erst abends? Einfach um nur ein Beispiel zu geben, jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt oder im Homeoffice sitzt und vielleicht seine E-Mails tagsüber nicht liest, dem schickt man das vielleicht eher abends. Die KI schaut sich also an, welche Daten liegen vor, welche Entscheidung kann ich daraus treffen und optimiert dann diesen ganzen Prozess am Ende und schickt die Nachricht dann zu dem Zeitpunkt raus, wo die KI glaubt, dass die Chance am höchsten ist, dass die Forderung dann bezahlt wird. Was passiert aber, und da bin ich eingangs schon mal drauf eingegangen, wenn eigentlich gar keine E-Mail-Adresse und Telefonnummern vorliegen, da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, die wir jetzt in dem Fall mit einem Versicherer umgesetzt haben. Wir haben nämlich gesehen, dass Geschäftskunden, also unsere Geschäftskunden, die wir haben, im Gegenschnitt nur 50% digitale Kontaktpunkte haben. Das läuft bei NRC-Team ein bisschen besser. Bei anderen Kunden ist das noch relativ dürftig. Und was haben wir letztendlich gemacht? Wir haben diesen Brief, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, genutzt und haben die Kunden angeschrieben und haben ihnen mitgeteilt, dass jetzt in dem Fall die R&V gerne digitaler werden möchte, gerne digitaler mit den Kunden kommunizieren möchte. Und anstatt, dass der Kunde jetzt hier eine Forderung bezahlen muss, kann er über einen QR-Code auf eine Landingpage gehen oder auch über die Webseite, die hier angegeben ist und kann da seine Kontaktdaten abgeben. Das sah in dem Fall dann so aus. Da konnte man seine E-Mail-Adresse eingeben oder auch seine Mobilfunknummer, hat das weggeschickt und die Daten haben wir dann der R&V zur Verfügung gestellt und die hat dann ihren Datensatz aktualisiert und hat letztendlich dafür gesorgt, dass Kunden zukünftig dann, sei es um Rechnungen oder bei Mahnungen, dann per Mail angeschrieben wird. Also so schaffen sie dann auch den Wandel von der analogen Briefwelt hin zur digitalen Kommunikation per E-Mail und per Mobilfunknummer. Was ist das Ergebnis von dem Ganzen, vom Smart Mahn? Wie kann man Kundenbindung erhalten? Also das Einfachste ist, wenn
das, was Jessica auch schon ein bisschen gesagt hat oder auch Nicole gesagt hat, sie müssen ihren Kunden bei Zahlungsstörungen einfach beiseite stehen. Nicht immer, und das zeigen auch die Gründe, die wir ganz am Anfang mal erläutert haben, ist es Böswilligkeit oder es ist eine Situation, weswegen der Kunde nicht zahlen kann. Es ist schlichtweg manchmal Vergesslichkeit. Und sie können und sie haben die Chance, bei Zahlungsstörungen die Kundenbindung, die Zufriedenheit nachhaltig zu erhöhen oder auch hochzuhalten. Und das nennen wir, simpel gesagt, Mahnparadoxon. Heißt im Grunde nichts anderes, wenn ein Kunde eine durchschnittliche Zufriedenheit bei Ihnen hat, wenn ein Enercity-Kunde mit Enercity im großen Ganzen zufrieden ist und kriegt dann eine Mahnung, dann fällt diese Zufriedenheit erstmal ab. Weil eine Mahnung ist, sind wir mal ehrlich, nicht unbedingt einen schönen Brief, den man kriegt. Und das hatte Nicole auch gerade so schön gesagt, sie war erstmal erschrocken, geschockt, was da eigentlich passiert ist. Das heißt, da fällt bewusst oder auch unbewusst die Zufriedenheit erstmal runter. Und wenn Sie dann aber den Kunden an die Hand nehmen und das mal sozusagen und sagen, gut, da ist was schiefgegangen, ist aber nicht schlimm, kriegen wir gelöst und das auch noch relativ einfach machen, so über die digitale Journey, wie es jetzt Enercity mit LinkTech und mit uns zusammen macht, dann drehen Sie das. Und drehen das in eine positive Erfahrung. Da machen sie aus einem relativ unschönen Thema eine positive Erfahrung, die am Ende die Zufriedenheit und die Kundenbindung deutlich erhöht. Und darin liegen auch so ein bisschen die Chancen, aber auch die Herausforderungen für Energieversorger. Jessica, Nicole, möchte einer von euch kurz darauf eingehen, was ihr für Herausforderungen seht? Außer denen, die vielleicht jetzt auch hier stehen, was Service, Wettbewerb, Prozesse und so betrifft. Ja, also was wir halt merken, und das ist eigentlich, das zieht sich durch, egal mit welchen potenziellen Kunden oder auch anderen Kunden wir sprechen. Energieversorger sehen sich oder können sich einfach nicht mehr nur untereinander vergleichen oder challengen, sondern das sind die großen E-Commerce-Häuser. Das ist Amazon natürlich allen voran, die eine Prozessexzellenz haben, einen Kundenservice haben, eine Kundengerichtetheit, eine 360-Grad-Ansicht. Man kann es nennen, wie man es möchte, aber man fühlt sich als Kunde einfach komplett aufgehoben. Alle Prozesse sind komplett auf den Kunden ausgerichtet, egal ob es die Informationssuche ist, ob es der Order-Prozess ist oder aber eben halt auch dann eventuell mal eine vergessene Zahlung. Und genau das sind die Prozesse, mit denen sich Energieversorger eigentlich gechallenged sehen in diesen Zeiten. Was natürlich sehr, sehr schön ist, weil der Konsument natürlich anfängt, den Markt zu bestimmen. Das ist nicht erst in einigen Tagen so oder Monaten, sondern diese Entwicklung ist schon seit einigen Jahren abzusehen. Nur ein Energieversorger darf da einfach nicht hinterherrennen. Das Argument, was wir auch sehr oft hören, ist, ja, es sind aber nicht alle Kunden digital. Da stimmen wir auch zu. Das ist auch so. Deswegen gibt es immer noch wieder Workarounds, die dafür sorgen, dass eben, ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist immer die süße 80-jährige Oma, die ins Kundencenter kommt, dass die auch immer noch aufgehoben ist. Aber man merkt es ja auch gerade jetzt in diesen Zeiten, Corona-Zeiten, wir haben gerade diesen Zeitungsartikel oder diesen Artikelausschnitt gesehen. Ich glaube, Großeltern kennen sich mittlerweile sogar relativ gut mit Zoom aus und so weiter. Es prescht einfach nach vorne, die Digitalisierung ist quasi nicht mehr aufzuhalten. Und genau diese starre Mahnprozesse, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Und in meinem Fall zum Beispiel, als ich diese Mahnung bekommen habe, da habe ich auch gedacht, warum habe ich denn keine Zahlungserinnerung bekommen? Und ich habe in meine App geschaut von diesem Anbieter und ich habe nichts gesehen im Posteingang. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was Enercity und LinkTech sehr gut zusammen umgesetzt haben, dass halt zum Beispiel jegliche Kommunikation in der eigenen App zu finden ist. Das heißt, auch Zahlungserinnerungen, auch Mahnungen sind dort zu sehen. Also ich habe einfach die volle Transparenz von dem, was passiert. Und genau das fordern die Kunden, nicht nur im Mahnprozess, aber auch. Und deswegen ist Collector ja einfach ein Partner, der gerade auch in Bezug auf KI auch WhatsApp einbindet, SMS einbindet. Ich glaube sogar Facebook, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es irgendwo mal gelesen, was ich ganz schön crazy finde. Es ist einfach eine konsequente Weiterentwicklung. Und ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel kommen. Und ich bin froh, dass dieser Mahnprozess auch mittlerweile einfach ein Teil der End-to-End-Journey ist, weil der Kunde oder die Kundenkommunikation hört nicht auf, wenn ein Kunde Mahnung bekommt und der Kunde oder der Kundenwert geht dadurch auch nicht zwingend nach unten. Ja,
Das, was du gerade so erläutert hast, da lassen sich auch ganz gut die Chancen für Energieversorger ableiten im Service, was letztendlich dazu führt, dass Cashflow und Realisierungsquote steigern im Wettbewerb, indem ihr die Kundenbeziehung halt auf ein anderes Level stellt, nach oben hebt, aus dieser Zahlungsstörung eine positive Erfahrung macht und euch im Wettbewerb davon auch dann abhebt letztendlich. Und wie du schon gesagt hast, Prozesse mit der künstlichen Intelligenz im Hintergrund, einfach auch, um ja, den bestmöglichen Prozess, den bestmöglichen Zeitpunkt zu finden, um die Forderung letztendlich bezahlt zu bekommen, aber auch den Kunden dann glücklich zu halten. Genau. Wir sind schon relativ knapp mit der Zeit, ist mir gar nicht so, habe ich gar nicht so mitbekommen. Und haben auch schon die ersten Fragen. Insofern würde ich da gleich mal zu überleiten. Das ist jetzt so der Moment, wo Sie gerne über den Chat oder auch über die F&A-Funktion Fragen stellen können. Wir haben eine Frage aus Lübeck, die erste Frage, Jessica, da kannst du eher was zu sagen. Ab welcher Forderungshöhe werden die bis zu 5 Mahnungen in Erinnerung verschickt? Tatsächlich haben wir aktuell 100 Euro dahinter liegen. Vorher sind es deutlich weniger. Allerdings ist es auch so, bei einer E-Mail tatsächlich wäre mir das auch relativ egal, weil da einfach nicht die Kosten entstehen. Aber bei Briefen muss man natürlich schon mal genau hingucken, ob man wirklich fünfmal Porto bezahlen möchte. Genau, aber im Moment nehmen wir die 5 Schritte ab 100 Euro. Wir probieren aber allerdings auch noch ein bisschen aus, was einfach das System auch ausmacht. Wir sind halt sehr flexibel darin, die Mahnverfahren zu gestalten. Und das ist auch genau der Grund oder einer der vielen Gründe, warum wir Collect ausgewählt haben, um einfach unsere Mahnjourney auch entsprechend am Markt anzupassen. Genau. Genau. Soll ich vielleicht die zweite auch gleich? Ich wollte einmal noch kurz was zu den Mahnkosten sagen. Das, wie du schon sagtest, hängt von der Forderungshöhe ab. Vielleicht ein Beispiel aus einem anderen Kontext mit einem anderen Energieversorger. Bei Kleinmahnung, bei Kleinstforderungen sieht ein Szenario mit Kommunikation natürlich anders aus. Ne? Da wird hauptsächlich auf E-Mail fokussiert und vielleicht noch auf eine SMS fokussiert. Da ist der Brief eher maximal das Fallback-Szenario in einem Schritt, um eben die Kosten auch gering zu halten bei kleinen Forderungen. Genau. Zweite Frage, Bezahldienstleister gerne, Jessica. Genau, wir arbeiten im Moment mit der Direktüberweisung und aktuell ist in Planung, dass wir PayPal auch einbinden, weil es einfach super gute Rückmeldungen gibt und gute Erfahrungen gibt, dass tatsächlich Mahnungskunden auch sehr gut über PayPal zahlen. Genau, die beiden Sachen machen wir aktuell. Wenn man direkt über InnerCity zahlt und nicht über die Website, gibt es noch mehr, aber das haben wir erstmal eingebunden. Genau. Genau, da kann ich vielleicht auch nochmal ergänzen. Es ist natürlich auch mal ein bisschen davon abhängig, wie kostensensibel das Unternehmen ist, das den Mahnprozess über uns abbildet. Neben PayPal gibt es auch die Möglichkeit der Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift können wir auch anbieten, genauso wie Barzahlen. Und das beantwortet vielleicht auch die zweite Frage, die wir bekommen haben, welche Payment-Optionen eben zur Verfügung stehen. Da lässt sich auch ein bisschen spielen mit, ehrlich gesagt. Also es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, im ersten Schritt bei der ersten Kommunikation stellt man dem Kunden eher die kostengünstigen Zahlungsmethoden zur Verfügung, eine Lastschrift oder eine Direktüberweisung. Und je weiter der Kunde im Mahnprozess voranschreitet, gibt man ihm mehr Möglichkeiten, schaltet vielleicht eine Kreditkarte dazu im zweiten Schritt. Wenn dann immer noch nicht bezahlt ist, schaltet man dann noch PayPal hinzu, um je länger der Mahnprozess dauert, die Chance trotzdem hochzuhalten oder noch zu erhöhen, dass der Kunde am Ende die Mahnung bezahlt. Anstatt von Anfang an gleich alle Zahlungsmethoden zur Verfügung zu stellen. Ich gucke mal, da kommt noch eine dritte Frage rein. Eine Überweisung eines offenen Betrages durch den Kunden ist ja grundsätzlich kostenlos für EnerCity. Wie geht EnerCity mit zusätzlichen Gebühren um, die durch die alternativen Zahlwege entstehen? Also im Grunde genommen, was macht ihr mit den Kosten, die ihr natürlich auch ein bisschen bei uns habt für den Prozess? Wie geht ihr damit um? Tatsächlich zahlen wir die für den Kunden im Prinzip selbst. Also wir buchen keine Kosten für eine Zahlung über einen bestimmten Weg bei den Kunden ins Kundenkonto ein, sozusagen. Aber natürlich gibt es Mahnkosten und da liegt eine gewisse Kalkulation hinter, wo man einfach einen Durchschnitt der Kosten mit berechnet, eventuell. Genau. Auf jeden Fall buchen wir nicht speziell, weil der Kunde jetzt über PayPal zahlt und vielleicht die Kosten zum Beispiel einen Ticken höher sind, würden wir das dem Kunden nicht einbuchen. Das kann man machen. Wir haben uns als Unternehmen einfach dagegen entschieden. Dann haben wir noch eine Frage, die zielt auf den Prozess ab. Werden durch den Prozess, also Einbindung von Collect AI in dem Fall, auch die Kontaktzahlen im Service reduziert? Da kann ich schon mal eine Erfahrung mitteilen mit einem anderen Energieversorger. Da ist das tatsächlich so. Da sind die Kontaktanfragen im Service Center deutlich nach unten gegangen.
einen hohen zweistelligen Prozentbereich. Bei EnerCity, Jessica, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber da kannst du mit Sicherheit was zu sagen. Ja, bei uns ist das tatsächlich genauso. Man merkt deutlich den Unterschied, dass der Kunde, zum einen ist der Kunde mehr informiert, weil wir mehr Infos rausschicken. Und es gibt einfach mehr Möglichkeiten. Der Kunde kann eben über die Landingpage direkt bezahlen, hat da auch keine großartigen Fragen. Wenn ein Kunde natürlich grundsätzlich die Rechnung in Frage stellt, dann wird er sich trotzdem melden. Aber durch die Mahnung sind nicht so viele Kontakte dazu. Das ist sehr gut für uns. Die Kunden haben ja auch die Möglichkeit, entweder direkt sich an euch zu wenden oder halt über die Landingpage. Da gibt es auch die Möglichkeit, wenn der Kunde schon drauf ist, da seine Meldung abzugeben, die wird dann an euch weitergeleitet. Cool, vielen Dank. Ich gucke gerade mal noch im Chat oder auch in der F&A, ob noch weitere Fragen eingehen. Moment. Sieht jetzt nicht danach aus. Das ist sozusagen jetzt der letzte Aufruf, die letzte Chance, noch eine Frage abzugeben. Ansonsten würden wir uns für Ihre Teilnahme bedanken. Wir hoffen, Sie konnten was mitnehmen für sich, für Ihr Tagesgeschäft. Wenn Sie Fragen haben im Nachgang, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. Sie können auch gerne die Präsentation im Nachgang nochmal bekommen. Genau, da kommt nämlich gerade eine Frage, ob die Präsentation zur Verfügung gestellt wird. Ja klar, sehr gerne. Da komme ich oder meine Kollegen kommen auf Sie zu, schicken Ihnen das die Präsentation zu. Das können Sie nochmal nachlesen, können nochmal ein bisschen stöbern. Und wenn Sie dann Fragen haben, stehen sowohl Jessica als auch Nicole als auch euch natürlich zur Verfügung und können sich gerne bei uns melden. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an Jessica und Nicole, dass ihr heute mitgemacht habt, mit dabei wart. Das war sehr spannend, sehr interessant. Und jetzt so kurz vor Weihnachten wünsche ich euch schon mal schöne Weihnachten, wünsche den Teilnehmern schöne Weihnachten. Kommen Sie gut ins neue Jahr, trotz aller Umstände. Bleiben Sie gesund und wir sind definitiv im nächsten Jahr wieder. Danke für die Einladung und ebenfalls schöne Feiertage an alle. Ja, schöne Feiertage. Ja.